Hallo, willkommen hier aus dem am Strand sitze ich gerade und berichte jetzt vom neuen Shop und ich hab den dann gleich jetzt mal in die Weide bei der Wüste gesetzt. Ja, sofort hat mich in die Wüste geschickt. Oh nein! Was soll ich hier nur machen? Wo bin ich denn hier überhaupt? Was? Wüste? Wo? Oh, ja. Ist auch hier. Komisch. Und er liegt natürlich, er ist natürlich am Strand. Ja, ja. Ganz klar, alles klar. Tiger natürlich. Vielen, vielen Dank, Herr Sofort. Vielen, vielen Dank. Wunderbar. Aber ich werde schon hier irgendwo meine Oase finden und dann werde ich es mir dort auch gut gehen lassen. Hahaha. Ha, ha. So, ja, also ich auf geht's. Ich liege jetzt schon am Strand. So, Snowstar. Tja, also Snowfood. Das Skin, den haben wir gestern bewertet. 10%, klar. Heute ist Ravens halt drin, ne? Raven. Oldie but Goldie, nach wie vor mega geiler Ding. Wie viel gibst du denn? Ich gebe dem immer noch 10 von 10. Ich gebe auch 10 von 10. Ravitz auch 10 von 10, ganz klar. Definitiv, ja, auch. Ja, ist mega geil. War der erste Skin mit Gleiter, also mit diesen Flugspuren. Das war der einzige, glaube ich. Ist nach wie vor der einzige. Ich glaube. Hammer. Oh. Die Picke ist halt mal mega. Leute, ich bin am überlegen, ob ich extra dafür mir eine Paisy holen, um diese Picke zu kaufen. Einfach die. Ich finde halt nach wie vor, das ist halt echt die geil. Also ich persönlich finde, es ist die geilste Picke im ganzen Spiel. Ja, gebe ich dir sogar echt recht, das ist einfach mega geil. Es gibt ja 10 von 10 dafür. Ich auch. Fetter Gleiter, also mega geil auch. Ich gebe dem 7 von 10. Ja, ist ganz okay. Ich gebe dem 6 von 10. Dann kommen wir jetzt zu Pink Flamingo. Pink Flamingo. Das sieht witzig aus, aber spielen würde ich die jetzt nicht. Ich gebe dir vielleicht 8 von 10. 5 von 10. Okay. Hier den Raven übrigens, Leute, wenn sich Leute wundern, weil ich hier drin bin. Ja, Leute, den Raven und den Rabbit sind natürlich schon vorher gekauft. Vor diesem Shop. Dazzle, wie viel? Dem gebe ich extrem wenig. Du? Was heißt denn bei dir extrem wenig da? Wirst du dann schon am sehen? Strand? Wirst du dann schon sehen? Wirst du dann schon sehen? Also es würde, also wenn ich mir das angucke, die Farbe von dem Dazzle passt ja ganz gut zu meiner Wüstenlandschaft, ne? Ja, aber Wüste. Also eigentlich Schnuckelchen würde ganz gut zu mir in die Wüste passen. So. Und deswegen muss ich eigentlich dem Dazzle immerhin, keine Ahnung, wenn sie jetzt zu mir rüberkommen, dann fangen sie an zu schwitzen, weil dann wird es nämlich richtig heiß in der Wüste und dann kann ich ihnen eins auf die Glocke geben, weil sie mich eher geschickt haben. So, also passend zur Wüstenlandschaft würde ich mal sagen, kriegt der Dazzle, die Dazzle, das Dazzle von mir, 6 von 10. Da bin ich. Durch! So, jetzt bin ich nicht mehr drin. Nee, jetzt bist du doch, du bist Tiger und Waschbär gleichzeitig. Ja, du. Ja, ja. So, Mainframe. Oh Gott, 0 von 10. Ja. Schnell weg mit dem Ding. Und 10 von 10. Oh, der ist so schön. Hab ich mir natürlich gekauft. Der ist so schön. Mega nice. Snorkel Ops. Ja, ich habe noch gar keine Note gegeben da drauf. Ach, ich habe 10 von 10 gegeben. Gebe ich auch. So, also. Snorkel. 0 von 10 sieht absolut hässlich aus. Finde ich schlimm. Finde ich schön, nein. 0 von 10? Ja, irgend so was da, ne? Ja, und 10 von 10. Ja. Das ist halt geil, ne? Für 200. Deswegen hole ich mir wahrscheinlich heute. Guck mal mit denen mit verschiedenen, was mit, haben wir ich denn? Ich werde mit denen dieses Pack hier holen. Dann werde ich mir diesen da, diesen da mal kann, genau. Dann werde ich mir diese Picke da holen und dann werde ich mir das da holen. Lass mal kurz durchgucken mit den allen. Ich hab so ein bisschen Superman-Style hier. Was wäre denn cool? Schwer zu sagen, echt schwer zu sagen. Natürlich mit dem Ragnarok. Ich lehre auf der Skin.
Aber warum hast du denn die Maske nicht aufgesetzt? Ach, weil ich den hässlich finde. Die Maske? Nein, ich finde den schon cool, aber du spielst den jetzt gerade. Nicht ich, bin ich der Ragnarok. Nix Ragnarok. Ragnarok. Also wenn, dann muss auf jeden Fall ein Cape angezogen werden. Ja, so, und jetzt zeig mal, ob das Cape auffliegt. Siehst du kein Cape? Nö. Perfekt. So, was haben wir denn noch? Mit dem Lama. Nee. Oh mein Gott. Ja. Aber mega gut animiert. Guck dir das an. Sieht das scheiße. Hier ist wirklich. Guck, genau. Mega gut animiert. Der Weihnachtsmann. Und das sieht kacke aus. DJ Honda. Also im DJ Honda sieht es wirklich kacke aus. Ach. Der Weihnachtsmann. Aber mach doch mal den Lama-Kopf da unten, Alter. Geil. Oh. Sieht ja schlimm aus, ey, mit Lama-Kopf. Ja, Mann. Oh, ist der Bart wackelt. Ja. Aber noch, müssen wir wieder bei. Ganz klar, Rotkäppchen müssen wir wieder gucken. Komm, bestimmt noch unter den Rock schauen. Ja. So, zeig mal. Erst das. So, zeig mal. Wo ist das Rotkäppchen? Und? So, was haben wir noch? Was haben wir noch? Was haben wir noch? Omega. Omega. Hältst du, Omega passt eigentlich ganz gut, ja, oder? Ja, das ist so. Den reingenommen. Ein Astronaut, der macht sich dann seine Rüstung kaputt. Das, ja, wobei geht auch mit dem Astronaut. Was ist mit der Barbarin da unten? Mit der Wikingerin. Wikingerin. Die findest du gut, ne? Naja. Wenn man Vikings gerne guckt oder geguckt hat, muss man natürlich auch die cool finden. Liebes Ranger. Auch nicht schlecht. Ja. Auch nicht schlecht. Definitiv. Oh, okay. Eis. Ich finde, es ging ja mal überheftig, man sieht halt nicht. Ja, das ist echt mega cool, hast du es jetzt noch nie gespielt. Doch, hab ich. Mach mal mit dem komischen neuen JT da. Ja, gleich, du solltest dir eigentlich auch dieses Pack holen, das ist mega gut. Was? Das ist dieses Legends Pack da. Das hier, mit diesen drei Skins hier. Hier oben. Willst du dir das holen? Die sind mega geil. Du kriegst Flügel, ein Schild, ein Frozen. Der Herr sofort will mich unbedingt von meinem Ragnarok wegbringen. Ja, Leute, dieser Skin, Herr Gleich spielt ihn jetzt seit 2 Seasons. Ja. Er hat den schwarzen Wolf. Ja. Der sieht 100-mal geiler aus als der Ragnarok. Und Nein. Er spielt ihn einfach nicht. Und Leute, eins kann man sagen, der hier sieht nicht mal ansatzweise so geil aus wie der oder der. Wer sagt denn das? Alle drei sehen 100-mal besser aus. Nein. Doch. Finde ich überhaupt nicht. Ich finde der Ragnarok das mega. Sieht der immer noch besser aus als die drei? Ja. Holst du dir das Legend Pack wirklich nicht? Nein. What? Nee. Nein. Nein. Außerdem, jetzt mal ganz ehrlich, ja. Schauen Sie mal, wo Sie mich hingeschickt haben. Ja, in die Wüste. In die Wüste. Wie passt denn da bitte ein Eisskin in die Wüste? Der würde ja sofort schmelzen. Dann wäre ich meine eigene Oase. So. Also. Nein, aber der Ragnarok ist auch Eis. Der Ragnarok ist nicht natürlich. Eis. Natürlich. Nein. Guck doch. Das ist nicht Eis. Das hier ist Eis. Eis. Das ist kein Eis. Nein, nein. Soll es dann sonst sein? Nein, das ist überhaupt nicht Eis. Überhaupt nicht. Gar nicht. Leute, der heftige Skin. Damit sieht es halt auch geil aus, im schwarzen Ritter. Im schwarzen Ritter sieht auch das hier mega geil aus. Zähl mal von dem einen Typen, der dir da unbedingt gezeigt hat, dass er einen schwarzen Ritter... Ja, achso. Leute, ich habe jemanden in der Lobby getroffen. Der hat den Floss-Tanz gemacht, also halt die Zahnseide vor mir. Und da habe ich auch die Zahnseide gemacht.
Und dann dreht dieser Vollpfosten sich ernsthaft um, um mir den schwarzen Schild zu zeigen. Und dann ist er so. Ich hab auf gar keinen Fall den Black Knight, deswegen habe ich auch die Zahnseite. Das bedeutet, ich wäre quasi 9 Level vom Black Knight entfernt. Genau. Also im Normalfall, im wirklich Normalfall, hat jeder Black Knight, also jeder, der Zahnseite auf Black Knight, weil Zahnseite und Black Knight waren 9 Level im Battle Pass voneinander entfernt. Es gab nur 70 Level im Battle Pass. Und, ja, 9 Level. Waren es den Zahnseiten sogar echt gut? Aber ich glaube, jeder, der Zahnseiten hat, müsste auch schwarze Haut haben. Wenn nicht, dann. Ich glaube. Ja, Leute, wenn euch das heutige Video wieder gefallen hat, dann lasst uns. Aus der Savanna da hinten, wollen wir gleich. Ja, ich werde mir jetzt hier schön was Kühles zischen. Ich werde mich an meine Oase hier, die von meinem geschmolzenen. Legendären Eisskin da jetzt hier entstanden ist, werde ich mich zurückziehen. Boah, ich will das nächste Mal, im nächsten Video will ich auf jeden Fall irgendwo ans Meer. Auch, ich bin am Meer. Bist du ja schon. Ja, aber ich will das nächste Mal so ein bisschen auf eine Insel oder so. Bist du auch schon? Nö, eine Insel. Also, wenn es euch gefallen hat. Du kommst irgendwie, keine Ahnung, du kommst zu einem Berg. Ihr könnt ja mal runterschreiben, wo ihr uns hinschicken würdet. Nach Hause. Dann setzen wir uns dahin. Genau. Macht mal ein Bild von zu Hause und setzt euch da rein. Ja. Genau. So. Oder fotografiert mal eure Gesichter und setzt euch da rein. Dann weiß keiner, wie ihr aussehen. Ich bin die Zuschauer auf dem Ding. Okay. Dann gleich. Autsch, habe ich nicht verstanden, aber gut, so also. Wenn Leute wissen wollen, wie wir aussehen, dann schreiben sie jetzt die Kommentare. Okay, klickt Gesichter da drunter. Dann wissen sie, wie wir aussehen. Ach so, meinst du? Ja. Also wenn ich sage, ich meine, sind wir da rein, dann sind wir da. Tschüss. Hallo? Tschüss sagen wir auch mal angemessen. Tschüss, ciao.